Platz 9 von Emma Gänzler. 9 Jahre. Der Räuber. Es war einmal ein Räuber alt. Der wohnte tief im finsteren Wald. Er baute sich ein Haus hoch oben, wo nur noch Vögel drüber flogen. Er hat einen Edelstein versteckt und viele Fallen ausgeheckt. Der Räuber fürchtet Diebstahl sehr, drum baut er Fallen auf noch mehr. Von unten, denkt er, kommt der Dieb, da ist ihm ein Alarm sehr lieb. Doch eines Tages, was war das, fiel glatt jemand ins Gurkenfass. Er hört von unten lautes Geschrei und eilt deshalb sogleich herbei. Im Fass strampelt sichtlich erbost des Räubers Mutter, Erna Rost. Er holt sie schnell wieder heraus und fühlt sich klein wie eine Maus. Er klettert gleich mit ihr nach oben und wollte ihren Kuchen loben. Da plötzlich schrillt ein Wecker los. Das kommt bestimmt vom Fallenfloß. Er rast sofort nach unten und hat auch was gefunden. Schon hört er Tante Frieda schreien. Was soll denn das nun wieder sein? Sie stapft empört die Treppe rauf. Der Räuber macht nur noch Schnauf, Schnauf. Die Tante wollte ihn überraschen. Zur Strafe muss er nun abwaschen. Er bringt hinunter den Besuch. Von oben kommt der Elendfluch. Die Elster klaut den Edelstein. Das findet der Räuber gar nicht fein. Keine Fallen halfen unten. Der Dieb dreht oben seine Runden. Tja, dumm gelaufen, sag ich mal.